Wir dürfen uns über Nachwuchs bei unseren Kaiserschnurrbart-Tamarinen freuen. Was sehr markant bei diesen Tieren ist, ist der ausgeprägte Schnurrbart, welcher sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen stark ausgeprägt ist und auch bei den Jungtieren schon ein gewisser Ansatz zu sehen ist. Diesmal haben wir Drillinge, was uns auch sehr wieder freut. Für unser derzeitiges Pärchen ist das der erste Nachwuchs und die Aufzucht wird hauptsächlich vom Vater übernommen. Sie sind auch meistens beim Vater am Rücken zu finden und kommen eigentlich nur zur Mutter, um gesäugt zu werden. Also unsere Jungtiere sind recht winzig, sie sind ohne Schwanz ungefähr 5 cm groß, mittlerweile allerdings immer mutiger, verlassen auch immer mehr den Rücken des Vaters und erkunden schon selbstständiger bis sie die Anlage und klettern fleißig herum.